Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir, wie du diese hübschen Lesezeichen ganz einfach und schnell häkeln kannst. Alles, was du dazu brauchst, ist wie immer Wolle, eine Häkelnadel in der Stärke 4 mm, eventuell eine Häkelnadel in einer stärkeren Häkelnadelstärke, zum Beispiel in der Stärke 5. Und eine Schere. Ich habe diese Lesezeichen in einer Acrylwolle gehäkelt und nehme aber für das heutige Projekt eine Baumwolle. Dazu habe ich eins von diesen kleinen Baumwollknäuel genommen, die es im Dreierpack gibt. Das ist 100%ige Baumwolle und die kosten um die 1 € drei Stück. Im Aktionsladen oder im 1-Euro-Laden. Die findet ihr überall ganz leicht. Und der Vorteil hier bei dieser Baumwolle ist, dass sich diese Lesezeichen dann nicht so arg wellen. Obwohl, wenn sie sich auch wellen, ist nach einer Zeit lang, wenn du die im Buch drin hast, sich das dann von alleine gerade rückt. Ich habe hier meine Lesezeichen, die habe ich schon ewig, die habe ich in einer Länge von 26 cm und einmal in einer Länge von 19 cm gehäkelt. Und ich denke, wir häkeln dann dieses Lesezeichen heute in einer Länge, um in so einen kleinen Kalender oder Journal unser Lesezeichen hineinzubekommen. Dazu messen wir uns erst einmal unseren Kalender aus. Wir nehmen ein Maßband oder ein Lineal. Und messen, unser Buch hat 14 cm. Und wir schauen, dass wir unser Lesezeichen um die 16 cm herum in der Länge bekommen. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Wir beginnen mit einem Fadenknoten und einer Luftmaschenkette von 31 Luftmaschen. Faden eng ziehen und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Wir schauen uns die Länge an und haben ungefähr die Länge erreicht, die wir haben wollten. Vielleicht etwas mehr. Jetzt nehmen wir mal unser Metermaßband. Und ja, es sind 17 cm. Stört mich jetzt aber nicht um den einen Zentimeter. Wenn es dich stört, kannst du natürlich hier gerne ein oder zwei Luftmaschen weniger häkeln. Wir beginnen mit unserer ersten Reihe, die wir in festen Maschen häkeln. Wir beginnen mit unserer ersten Reihe, die wir in festen Maschen häkeln. Dazu nehmen wir unseren Faden, halten unsere Luftmaschenkette fest und gehen in die
zweite Masche von der Häkelnadel aus gesehen. Und häkeln unsere erste feste Masche. Dadurch müssten wir am Ende 30 Maschen gehäkelt haben. Ihr müsst darauf achten, dass ihr nicht zu locker häkelt, aber auch nicht zu eng, damit euer Lesezeichen auch eine schöne Griffigkeit erhält. Beim Ende der Reihe angekommen, häkeln wir eine Luftmasche auf und wenden unsere Arbeit. Wir häkeln nun noch zwei weitere Reihen in festen Maschen und sehen uns auch dann gleich wieder. Bis gleich. Hier schaust du, dass du nicht in diese erste Masche hier einhäkelst, sondern in die nächste. Hier habe ich die erste Masche ein bisschen zu locker gehäkelt und halte die jetzt etwas strammer. Die Festigkeit deiner Maschen kannst du hier mit deinen Fingern variieren, indem du den Faden fester hältst oder einfach locker lässt. Wichtig ist, dass man dabei ein gutes Mittelmaß findet, obwohl wir bei diesem Lesezeichen schon darauf achten, dass wir schon ziemlich stramm häkeln. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir die dritte Reihe mit festen Maschen beendet haben. Bis gleich.
Nachdem wir unsere drei Reihen in festen Maschen gehäkelt haben, häkeln wir nun eine Luftmasche auf, wenden unsere Arbeit, lassen die erste Masche frei und häkeln in die dritte Masche von der Häkelnadel aus gesehen 5 ganze Stäbchen. Dazu nehmen wir Faden auf, machen einen Umschlag und gehen in die dritte Masche von der Häkelnadel aus gesehen und häkeln dort 5-mal ein ganzes Stäbchen hinein. 1, 2, 3, 4, 5. Nachdem wir nun 5-mal in dieselbe Masche ein ganzes Stäbchen hineingehäkelt haben, lassen wir die nächste Masche wieder frei und häkeln in die darauf folgende Masche eine Kettmasche. Dafür einfach in die Masche einstechen, Faden holen und durch das Stäbchen ziehen. Wir lassen eine Masche frei, gehen jetzt in die nächste Masche und häkeln dort wieder 5 ganze Stäbchen. Einfach Faden aufnehmen, in die Masche einstechen, Faden holen, durch die ersten 2 und durch die zweiten 2. Wir haben 4 ganze Stäbchen gehäkelt und häkeln noch ein 5. In dieselbe Masche hinein, lassen eine Masche frei und häkeln in die nächste Masche eine Kettmasche. So entstehen jetzt kleine süße Bögen für unser Lesezeichen. Faden aufnehmen, eine Masche freilassen, in die nächste Masche einstechen und 5 ganze Stäbchen hineinhäkeln. Habe ich wieder zu locker gehäkelt. Einfach zurückgehen. Faden ein bisschen strammer ziehen. 4. 5. Eine Masche freilassen. In die nächste Masche rein und eine Kettmasche. Faden holen, eine Masche freilassen, in die nächste 5 ganze Stäbchen. Und so habt ihr ganz schnell ein Lesezeichen für euer Taschenbuch oder für euren kleinen Jahreskalender, so wie ich jetzt hier habe, oder für euer Journal oder einfach für euer Schulheft oder eure Schulbücher.
Lesezeichen sind natürlich ganz einfach zu verlängern. Einfach ausmessen, was für eine Länge ihr haben möchtet. Und dementsprechend Luftmaschen häkeln. Eine Masche freilassen, in die nächste eine Kettmasche. Eine Masche freilassen, in die nächste Masche 5 ganze Stäbchen. Eine Masche freilassen, in die nächste eine Kettmasche und den Bogen schließen. Eine Masche freilassen, in die nächste Masche wieder 5 ganze Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir schließen auch den Bogen wieder mit einer Kettmasche in die zweite Masche von der Häkelnadel aus gesehen. Eine Masche überspringen und in die nächste 5 ganze Stäbchen. 2, 3, 4, 5, und wir überspringen diese Masche hier diesmal nicht, sondern gehen in diese Masche hinein und beenden schon in dieser Masche mit einer Kettmasche unseren Bogen. Dadurch haben wir einen schöneren Abschluss. Nun müssen wir hier rüberkommen. Dazu häkeln wir in die nächste Masche einfach eine feste Masche. So, nun wollen wir auf die gegenüberliegende Seite kommen. Dazu häkeln wir eine feste Masche in die nächste Masche hinein, wenden ein wenig unsere Arbeit, häkeln noch eine feste Masche. Und sind so auf der anderen Seite gelandet. Häkeln eine Luftmasche. Nachdem wir nun unsere Kurve hier am Bogen bekommen haben, um auf die gegenüberliegende Seite zu kommen, häkeln wir noch eine feste Masche auf.
und häkel nun auf der gegenüberliegenden Seite der Bögen jeweils unsere 5 ganzen Stäbchen hinein. Dazu wieder Faden aufnehmen und 5 ganze Stäbchen häkeln. Eine Masche freilassen und den Bogen schließen mit einer Kettmasche. Faden aufnehmen, schauen, wo auf der gegenüberliegenden Seite unser Bogen ist und in die Masche einstechen, so dass wir unsere Bögen gegenüber voneinander haben. Ungefähr. Wieder eine Masche freilassen und in die nächste den Bogen mit einer Kettmasche schließen. Eine Masche freilassen und in die nächste 5 ganze Stäbchen. Eine Masche freilassen und in die nächste den Bogen mit einer Kettmasche schließen. So häkeln wir praktisch in jede zweite Masche ein ganzes Stäbchen. Eine Masche freilassen und in die nächste hinein. Also praktisch in jede zweite Masche 5 ganze Stäbchen häkeln. Diesen Bogen, den wir hier häkeln, nennt sich auch Muschelmuster. Da es im Endeffekt wie eine Muschel aussieht. Hier wieder freilassen, in die nächste hinein, mit einer Kettmasche schließen. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie du dieses Muschelmuster häkelst, kannst du dir gerne mal ein Video aus meiner Playlist anschauen. Dort erkläre ich es dir noch einmal ausführlicher. In unserem Quick-Tipp für Anfänger. Faden aufnehmen, Masche freilassen, schauen, dass wir in die gegenüberliegende Seite hineinkommen und 5 ganze Stäbchen im Set häkeln.
Masche freilassen, in die nächste hinein. Nicht vergessen, eng genug zu halten, aber auch locker genug, damit ihr noch eure Maschen häkeln könnt. Masche freilassen, nächste Masche mit der Kettmasche den Bogen schließen. Und wir kommen zu unserem letzten Bogen. Faden aufnehmen, eine Masche freilassen, in die nächste hinein. Und 5 ganze Stäbchen häkeln. Wir schließen nun unseren Bogen in die Anfangsmaschen der Reihe, schließen dort ganz normal mit einer Kettmasche, trennen den Faden ab ziehen den Faden durch, vernähen oder verhäkeln nun unseren Faden und lassen ihn verschwinden. Nein. Nun haben wir den Faden hier an diesem Ende. Wenn du magst, kannst du dir nun eine Quaste hier an dieses Ende binden oder aber du machst es wie ich und verhäkelst nun deine Enden zur Mitte hin. Dazu nimmst du einfach deine Häkelnadel. Nimmst deine Fadenenden und ziehst sie dir einfach dorthin, wo du sie haben möchtest. Wir möchten die in die Mitte der Arbeit haben und verhäkeln oder vernähen sie uns jetzt dorthin. Dazu einfach durch die Arbeit ziehen. Da sind wir auch schon in der Mitte und fast schon am Ende unseres Videos. Wenn du magst, kannst du jetzt entweder deine Fäden, wie gesagt, ganz verhäkeln oder vernähen. Oder du machst jetzt hier noch eine Quaste hin und das mache ich jetzt mit dir gemeinsam. Dazu nehmen wir uns einfach noch Faden. Wir nehmen unseren Faden und nehmen uns so viel Faden, so dick wir die Quaste haben möchten. Ich möchte sie nicht ganz so dick. Ich lege den Faden locker um meine Hand. Das so 5-6 Mal. Deine Faden ab. Trenne den Faden einfach mal unten durch. Nehme jetzt meine Häkelnadel in der Stärke 5 mm
und ziehe nun die ganzen Fäden durch die Mitte des Lesezeichens. Sage ich einmal so. Und einmal in die Mitte des Lesezeichens. Lege die Schlaufen auf die Häkelnadel und ziehe alle Fäden durch die Masche durch. Habe jetzt alle Fäden auf der Häkelnadel, hoffe ich. Eins nicht. Das macht nichts. Und ziehe jetzt dieses Ende hier durch diese Fäden hindurch, praktisch als ob ich eine Schlaufe machen würde. Ziehe fest und fertig ist meine Quaste am Ende des Lesezeichens. So sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Falls es sich jetzt noch ein bisschen dreht und wellt, wird sich das legen, sobald du dein Lesezeichen in dein Buch eingelegt hast und es dort ein, zwei Tage drinnen liegt. So. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, dann vergiss nicht mehr, einen Daumen nach oben zu geben. Und solltest du mich noch nicht abonniert haben, dann wird es jetzt langsam Zeit, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Falls dir das Lesezeichen hier noch zu ungleichmäßig an den Quasten ist, so darfst du das gerne mit der Schere nacharbeiten und dir deine Quaste zurechtschneiden. Bis zum nächsten Mal. Eure Mimi. Tschüss.